Hallo mal wieder und willkommen zu diesem Depraved Livestream. Und ja, ich würde sagen, legen wir doch gleich los und setzen hier das Spiel fort. Wir sind ja dabei stehen geblieben, hier unseren Bargeldbestand wieder ein bisschen aufzubessern, denn um den ist es ja nicht allzu gut bestellt. Wir sind in den miesen 2500 Dollar und die gilt es jetzt erstmal wieder loszuwerden. So, wie war es denn eigentlich hier unten gleich wieder? Ah ja, genau. Er kümmert sich ums Fleisch, sehr gut. Und ein Gebäude kann schon wieder aufgewertet werden. Das ist doch gut, aber jetzt ist nur die Frage, haben wir aktuell noch eine Baustelle am Laufen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, dann nehmen wir doch gleich das nächstbeste Haus, und zwar das hier unten. Sehr gut. Prio 1 natürlich mal wieder. Schön, schön. Ah ja, da kommen sie sowieso schon wieder angerannt und bringen hier die ganzen Holzbretter hin. Perfekt. Na, wie geht's euch so? An alle, die jetzt schon eingeschaltet haben. Alles gut bei euch? Ich hoffe doch. Ah ja, sehr schön. 7 von 12 Brettern haben wir schon. Ich will nur noch ein paar Steine. Die Metallteile kommen hier sowieso schon, aber wir brauchen sowieso wieder Nachschub, sehe ich gerade. Wir haben da gar keine mehr. Da müssen wir gleich mal wieder einen Schwung einkaufen. 10 Stück, das passt perfekt. Und Steine bräuchten wir auch mal wieder. Genauso wie Fleisch. Jetzt sehe ich es erst. Ui. Nicht gut. Fleisch. Wir haben kein Fleisch mehr. Was ist da unten los? Da ist doch ein Schweinchen. Wieso willst du dir das nicht holen? Gute Frage, nächste Frage. Der Fleischer könnte sich doch eigentlich das Schweinchen hier holen, aber er macht's nicht. Wahrscheinlich müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis es richtig rund ist, damit es auch ordentlich viel Fleisch abwirft. Nun gut, früher oder später wird er sich dann hoffentlich das Schweinchen schon noch holen. So, und hier geht's auch gut voran. Genau so muss das sein. Braucht man nur noch ein Metallteil. 4 Steine, aber die Steine, wo war denn da eigentlich gleich wieder das Problem? Ah ja, stimmt. Hier oben. Weil wir die vergleichsweise langsam bekommen. Deswegen. Nun gut, aber wir haben ja hier sowieso schon einen Hilfsarbeiter eingestellt, der sich um den Abtransport der Waren kümmert. Mehr kann ich eigentlich aktuell hier sowieso nicht verbessern, denn die Stadtgrenzen lassen es nicht anders zu. Wir könnten höchstens hier noch den Steinmetz hinsetzen, aber das macht relativ wenig Sinn. Da sparen wir uns auch fast nichts vom Weg. Von daher lassen wir das mal so. Schön, schön. Wir das einfach hier so vor sich hinlaufen lassen. Perfekt. Schönen guten Abend. Hallo, Maritzel. Freut mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast.
Wir sind hier gerade dabei, das nächste Haus aufzuwerten. Aktuell fehlen aber nur noch ein paar Steine. Aber gut, die sind schon auf dem Weg. Zwei Stück brauchen wir noch. Dann steht hier auch schon das nächste Haus. Ui, Schneeflocken kommen hier runter. Schön, schön. Und so langsam aber sicher wird es auch wieder besser. 1300 Dollar nur noch in der Kreide. Es wird langsam. Was du versprichst, hältst du auch. Du hast dich schon die ganze Woche darauf gefreut. Das höre ich doch gerne. Freut mich. Ja, geht mir genauso. Also, ich will heute unbedingt diese Kaufleute bekommen, die wir ja noch brauchen für was noch gleich? Nee, für das was nicht. Für das Fort hier. Da brauchen wir 5 Kaufleute. Und vielleicht bekommen wir die auch heute noch zusammen. Mal gucken. Je nachdem. Aber ich bin guter Dinge und ich denke, das müsste eigentlich machbar sein. Denn aktuell schaut es ja auch ganz gut aus mit unserer Bilanz. Von daher passt das schon so. So, der ist wieder mal krank. Kein Wunder bei dem Wetter. Und passt es eigentlich vom Sound und von der Qualität her? Das wollte ich eigentlich schon beim letzten Mal fragen, aber da habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. So, der letzte Stein kommt hier. Sehr schön. Wo sind die Baumeister? Das ist nur ein Hilfsarbeiter. Das ist auch nur ein Hilfsarbeiter. Keine Baumeister anwesend. Ah ja, die pennen wahrscheinlich. Hier in der Früh, deswegen. Dann ist es kein Wunder. %. Fleisch ist immer noch Mangelware. Aber gut, wenn jetzt dann wieder der Sommer hier Einzug hält, dann. Oder besser gesagt, der Frühling, und der ist sowieso schon da, sehr gut. Wenn wir hier nämlich gleich mal wieder die Produktion anwerfen. Bäckerei, die können wir auch gleich wieder anschmeißen, genauso wie die Mühle. Da haben meine Leute wieder ordentlich was zu tun. Du hast heute Nachmittag ein weiteres Spiel begonnen, okay. Und es läuft super, das ist doch toll. Ah ja, genau, die Banditen kann man jetzt abstellen, stimmt. Da gab es ein Update. Richtig, ja. Das ist klar. Also für den Anfang macht das durchaus Sinn, dass man da die Banditen ausstellt, um sich ein bisschen an das Spiel zu gewöhnen. Ah ja, nun ne. Freut mich, dass du auch eingeschaltet hast. Mir geht's gut, dir hoffentlich auch. So, und die nächste Hütte, glaube ich, ist schon fertig, oder? Ja, schaut gut aus. Dann machen wir hier gleich eine weitere. Denn jetzt schaut es richtig, richtig gut aus von der Bilanz. Der Ton ist sehr gut. Ich bin gut zu verstehen. Das freut mich. So muss das sein. Servus, no chance bei mir. Freut mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Wie geht's, wie steht's? Hoffentlich alles zum Besten. Wir sind hier gerade dabei, wieder ein paar, ja, Hütten aufzuwerten. Und das Ergebnis kann sich schon mal sehen lassen. Also Tendenz steigend, was hier unseren Bargeldbestand angeht. Nur mit den Steinen, da hapert's noch ein bisschen. Ja, heiß ist es. Es ist sehr heiß.
40 Grad in der Wohnung bei dir, Anoni. Ui, das ist übel. Das ist ja nicht gut. Ja, ich bin mal gespannt. Also bei mir wird es sicherlich auch kuschelig hier im Zimmer. Aber aktuell geht's noch. Ich hoffe, das bleibt so. Fleisch ist in Life City Mangelware. Okay, dann kaufen wir halt einen Schwung. Kaufen wir mal 20 Stück oder ja, 21. Ist ja wurscht. Um den Dreh rum. Hauptsache bisschen was an Fleisch. So langsam trudeln hier alle ein, genau. Freut mich natürlich, dass ihr da so zahlreich erschienen habt. Oder erschienen seid, besser gesagt. An diesem, ja, heißen Samstagabend. Und vielen Dank für den Follow an Commander Root. Schön, dass du, ja, mir einen Follow da gelassen hast. Freut mich. Wenn man Nahrung zukauft, bis alles läuft, gibt es gleich mehr Umsatz. Okay. Das ist gut zu wissen. Auf alle Fälle. Man schwitzt beim Nixtun, ja. So ist es wirklich. Das ist schon extrem. Also ich muss ja sagen, ich bin ja generell nicht der, der es jetzt so heiß braucht, aber so wie es jetzt aktuell ist, das ist schon ein sehr großes Extrem. Also da würden ein paar Grad weniger auch reichen. Aber nun gut, das ist halt der Sommer. Das gehört dazu. So Leute, Steine brauchen wir noch. Wisst ihr was? Wir kaufen auch die noch. Der fahrende Händler war ja zum Glück noch nicht hier. Von daher können wir da schon noch einen Schwung einkaufen. Genau, auf das eine Fleisch kommt es nicht drauf an. Definitiv nicht. Eins hin oder her. Hauptsache, wir haben hier wieder was zu beißen für die Bürger. Das ist das Wichtigste. So, wir haben jetzt aber auch eigentlich alle Gebäude wieder aktiviert, oder? Nach der Winterpause dürfte jetzt jeder wieder was zu tun haben. Sehr gut. So muss das sein, damit hier keinem langweilig wird. Wie schaut es denn eigentlich in puncto Jäger aus? Hat der noch was zu tun? Hier auf alle Fälle schon mal nicht. Hier unten hätten wir noch ein paar Tierchen. Dann nehmen wir die gleich mal. Und dort drüben unser Holzfäller. Okay, das schaut nicht so gut aus. Dann darfst du dich dort unten austoben. %87 schon wieder. Sehr, sehr gut. Du schaltest den Totengräber aber aus. Das ist gar keine so dumme Idee, um ehrlich zu sein. Da hast du vollkommen recht. Stimmt, den haben wir ja sowieso noch deaktiviert. Ich glaube, da hast du mich beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, aber lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Kann ja nicht schaden. So. Leute, was da los? 7 von 8 Steinen. Wer meldet sich freiwillig? Wer will hier noch einen Stein vorbeibringen? Anscheinend keiner. Doch, er hier. Sehr gut. Immer her damit. $270 plus. Das ist richtig, richtig gut. Da können wir uns später gleich mal Gedanken machen, oder wir können uns eigentlich auch gleich mal Gedanken drüber machen, während hier das nächste Haus aufgewertet wird, was wir denn als nächstes Schönes bauen.
Denn wir haben ja zum Schluss noch viele neue Gebäude bekommen, die wir hier bauen könnten, wie zum Beispiel den Bahnhof, den könnte man oben schon hinsetzen. Und da kommt auch schon der nächste Follow, Fog Whistle. Vielen Dank dafür, dass du mir hier auch einen Follow da lässt. Wir sind hier gerade dabei, unsere Stadt Live City ein bisschen weiter auszubauen. In der Hoffnung, dass sie wächst und gedeiht, ja, und zur blühenden Metropole heranwächst. Jetzt kommt hier schon der nächste Follow. No chance bei mir. Danke auch an dich, dass du mir einen Follow da lässt. Hört ja gar nicht mehr auf. Aber ich freue mich natürlich. Also nicht falsch verstehen. So, wir können eigentlich gleich noch ein Gebäude aufwerten, aber gut, das machen wir jetzt mal nicht, weil da haben wir ja dann wieder Mieteinbußen. Das wollen wir nicht. So, 30 Steine werden hier einfach mal wieder gekauft. Raus mit der Kohle, wir haben's ja. So, und stimmt, wir wollten uns ja überlegen, was wir jetzt da so Schönes bauen. Wir könnten theoretisch den Bahnhof errichten. Dann könnten wir auch noch, hier können wir nichts Neues bauen. Stimmt, die Mine haben wir noch bekommen. Die Eisenmine, beziehungsweise die Kohlemine und noch dazu die Eisenschmelze. Und natürlich auch noch den Werkzeugschmied. Dann müssten wir hier nicht auf die gekauften Metallteile zurückgreifen. Das wäre eine gute Überlegung, glaube ich, dass wir uns da schnell unabhängig machen. Hier hätten wir schon mal Kohle. Eisen hätten wir jetzt aber ausgerechnet auf der Seite. Da komme ich nicht hin. Scheibenkleister. Wie schaut es denn dort oben aus? Da hätten wir noch ein Eisenvorkommen. Allerdings ganz schön weit weg von unserer Hauptbasis. Stimmt, ich habe schon wieder kein Fleisch mehr. Gut, dass du sagst, no chance. Unser Fleischvorrat geht zur Neige. Und das beachtlich schnell. Wo ist denn eigentlich unser Fleischer? Hier sind 4 dicke Schweinchen. Aber kein Fleischer, der sich darum kümmern möchte. Ah ja, stimmt. Da kann ja nichts gehen. Ich muss hier noch den Arbeitsbereich zuweisen, denn das wurde geändert. Mit einem Update, das im Laufe dieser Woche kam. Genau richtig. Man kann jetzt nämlich auch beim Fleischer hier den Arbeitsbereich entsprechend setzen. Und deswegen hat er wahrscheinlich nichts gemacht. Ich glaube es zumindest jetzt mal. Ist er das? Ah ja, das ist er. Mal gucken, ob er hier zielgerichtet zu den Schweinchen hingeht. Schaut, glaube ich, aber gut aus. Ah ja, mitkommen. Sehr schön. Ja genau, da hat man die gleiche Idee. Im gleichen Moment, no chance. Und einen Helfer einsetzen. Das ist durchaus sinnvoll. Machen wir natürlich gleich mal. Hier bei der Getreidefarm habe ich ja auch einen Hilfsarbeiter. Sehr schön. Und hier bei der Brennerei braucht man aktuell nicht unbedingt einen. Was wir aber brauchen, sind schon wieder Metallteile. Die habe ich jetzt ganz vergessen, dass wir uns die noch holen. Da kaufen wir jetzt auch mal einen Schwung. Und dann bauen wir, ich würde sagen, ja, die Eisenmine. Um hier mal richtig gut voranzukommen in unserer Produktion. Wo war es noch gleich? Da ist die Kohlemine, die brauchen wir auf alle Fälle. Sodale, einmal hier hin. Und da stellen wir Prio 2 ein und dort drüben stellen wir Prio. Ah, nee.
Wir haben das Gebäude jetzt schon. Ja, noch besser. Noch besser. Dann müssen wir hier gar nichts machen. Und wie sie sich schon alle auf die Baustelle hier stürzen. Jeder kommt hier angerannt. Sehr, sehr gut. Das war heute Nachmittag bei dir auch so. Ja, ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch im ersten Moment gar nicht dran gedacht, hier beim Fleischer noch den Arbeitsbereich zu verändern. Und ich muss auch gestehen, dass ich unter der Woche Depraved gar nicht gespielt habe. Aber gut, wir haben es ja nochmal rechtzeitig mitbekommen. Auch dank eurer Hinweise. Ja, da bin ich auch froh. No chance. Das wäre es noch gewesen, wenn hier der Speicherstand futsch gewesen wäre. Nein, danke. Ist schon gut so, dass hier die Saves schön kompatibel sind. So, noch ein Stein. Kommt hier ran an die Baustelle. Ihr passt alle mit auf. Genau das ist richtig. Sehr schön. So muss es sein. Nicht, dass ich hier Live City zugrunde richte mit meinen Einstellungen. Das wäre nix. So, machen wir hier gleich das nächste Gebäude und ich glaube dort drüben schaut es gut aus. Das schaut sogar sehr gut aus. Die kleine Kohlemine ist fertig. Schön, schön. So, jetzt fehlt hier nur noch ein Hilfsarbeiter, den wir gleich mal einstellen. Und wie viel kostet die jetzt im Unterhalt? 15 Dollar. Geht eigentlich. Die große Eisenmine, glaube ich, kostet das Doppelte. 30 Dollar. Oder sogar 45, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle ein Schnäppchen. Wir können aber hier den Brunnen eigentlich aktuell deaktivieren. Beziehungsweise wir lassen ihn einfach mal. Solange wir hier die Lagerkapazitäten haben. Kleidung haben wir ja noch 50 Stück, das ist gut. Fleisch gefällt mir aber immer noch nicht. Fleisch ist ein Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Hier kommt zwar wieder ein Fleisch, aber... Vielleicht müssen wir da später noch die Rinderfarm bauen, um mehr Fleisch ranzuschaffen. Das wäre ja noch schöner, wenn ihr das zulassen würdet. Ja, genau. Du sagst es, Maritzel, du sagst es. Nee, nee, das sind die Wege, genau. Anoni, keine seltsamen Pentagramme. Sind noch wo Wildtiere? Das ist eine sehr gute Frage, No Chance. Hier unten haben wir noch ein paar. Allerdings nimmt auch da der Bestand stetig ab. Da hätten wir noch Wölfe. Und da hätten wir... Nee, da hätten wir sogar richtig viele Wildtiere. Ja, da wird sich ja unser Jäger freuen. Da kann er sich nachher gleich mal drum kümmern. Aber jetzt soll er erstmal die hier mitnehmen. Hauptsache bisschen Fleisch. 4 Stück sind sie ja schon wieder. Besser als nichts auf alle Fälle. Der Fleischer hatte Ferien, genau. Und jetzt pressiert's wieder. Und wo ist er? Nicht bei der Arbeit. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo treibt er sich denn immer rum? Eieieiei, das ist mir einer. Aber hier wuselt schon extrem, oder? War das beim letzten Mal auch so krass? Das ist ja übel. Wie ein Ameisenhaufen. Tick, 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 tick. Kann man ja gar nicht mehr alles überblicken. So, da ist er. Messerwetzen ist angesagt. Wir könnten natürlich auch
Eine zweite Schweinefarm bauen. Das wäre doch eine Idee, oder? Wenn wir hier unten noch eine zweite hinsetzen, denn normalerweise muss ja unser Fleisch immer warten. Und bis hier die Schweinchen herangewachsen sind, zu einer stattlichen Größe, dauert es ja immer eine gewisse Zeit. Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Möglichkeit, wie wir hier unseren Fleischkonsum wieder ein bisschen, ja, in Ordnung bringen würden. Weil in der Zwischenzeit hätte er sich jetzt leicht hier unten noch eins holen können. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gleich mal. Schweinefarm Nummer 2 und die kommt gleich hier unten hin. Nur schön drehen und zwar machen wir es mal so. Beziehungsweise wir können es auch so machen. Die schaut so schön aus. Nee, ich glaube so nicht, oder? Nee, so machen wir es nicht. Machen wir es mal so. Und zwar genau hier hin. Um hier ein bisschen den Output anzukurbeln. 309 Dollar jetzt schon. Schön, schön. Jetzt geht Apps. Ist genug Getreide für die Schweinefarm vorhanden? Ich hoffe es. Gut, wir hätten hier noch, wie viel Mehl haben wir da? 29. Dann können wir die Mühle aber zwischenzeitlich mal ausmachen. Weil die Mühle verbraucht so ziemlich am meisten Getreide. Die Brennerei braucht zwar auch noch ein Teil, aber Alkohol haben wir auch, 38 Fässer. Dann darf der jetzt auch mal zwischenzeitlich in die Sommerferien gehen. Damit wir hier zumindest vielleicht so 50 Fleisch oder was haben. Weil mit 50 Fleisch haben wir dann wieder einen schönen Vorrat, mit dem sich auch was anfangen lässt. Schön, schön. Voller Tatendrang stürzen sich meine Leute hier wieder auf die Arbeit. Hut ab, so muss das sein. So, wie schaut's denn hier eigentlich aus? Ich glaube, der Hilfsarbeiter ist ein bisschen überfordert. Sogar sehr überfordert. Da brauchen wir Verstärkung. Sonst geht uns der noch hops. Wegen Überarbeitung. Stimmt, die Einnahmen gehen ja hier auch in die Höhe. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr gut, so wie es aktuell läuft. Schön. Ah ja, da war ja noch was. Da haben wir ja auch noch Eisen. Das habe ich vollends übersehen. Ja, noch besser. Dann gibt es hier gleich mal die Eisenmine. Und zwar, bitte bekomme ich die da noch hin? Nein, nein, bitte nicht. Sag mir jetzt nicht. Ah ne, puh. Nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, wir bekommen hier ein Problem mit der Brennerei. Gleich steht auch Schweinefarm Nummer 2. Schön, schön. Genauso wollen wir das natürlich, dass hier auch was vonstatten geht. Ab wann können wir uns eigentlich die nächste Stadterweiterung kaufen? Hui, 15.000. Aber gut, in der Geschwindigkeit müsste das eigentlich machbar sein. Denn aktuell schaut es ja richtig, richtig gut aus von unserem Vermögensbestand. So, die Pferde. Weg damit. So viele braucht man nicht. Das Fleisch in den Griff bekommen und es passt. Du sagst es. Aktuell geht es ja wieder ein bisschen nach oben. Das Fleisch vom Bestand her. Von daher müsste es eigentlich funktionieren. Ich bin guter Dinge.
Der zweite Getreidefarm, meinst du? Könnte man theoretisch schon machen. Die Frage ist nur, bekomme ich dann Probleme mit dem Platz? Jetzt zwar noch nicht gleich, aber... Das ist jetzt die Frage. Wir gucken mal, wie es hier mit dem Getreide ausschaut. Teilen Sie sich das schön auf oder bekommt hier eine Schweinefarm alles? Okay, hier haben wir zweimal Getreide, da haben wir einmal Getreide. Ich glaube, wir müssen da sogar noch eine weitere Getreidefarm hinsetzen. Ohne geht's hier nicht. So, unsere Eisenmine steht auch schon. Dann auch hier drei Hilfsarbeiter hinschicken. Und ja, die Getreidefarm. Die bauen wir jetzt. Nur kurz gucken. Nee, so nicht. So auch nicht. Da hinten vielleicht irgendwie so rein. Bicken das Ganze. Geht das? Ah, nee. Ganz knapp geht's hier nicht. Obwohl, wenn ich vielleicht das Gebäude hier drehe, noch ein klein bisschen, nee, ganz knapp, richtig, richtig knapp geht's nicht, verdammt, Mann, 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 aber gut, wir könnten natürlich auch warten, bis wir genügend Kohle für die Stadterweiterung haben, aber gut, eigentlich kann ich nicht so lange warten, weil unser Fleisch schon wieder Neige geht. Aber ich will es natürlich auch nicht irgendwie hier reinbauen, das Gebäude. Ne, nicht mal hier wird es gehen. Okay, dann warten wir noch kurz. Bei Anno Online hattest du den Namen Marie, okay? Habe ich nie gespielt, Anno Online. Nur das, ja... Ganz normale Anno, sage ich jetzt mal, dass es halt für den PC gibt, aber online, Anno Online habe ich nicht gespielt. Oh, wieder ein Gebäude aufwerten. Zweimal Fleisch. Die reißen sich da förmlich drum, kein Wunder. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt geht es sogar richtig, richtig gut. Wir haben hier viermal Getreide. Ich glaube, das muss sich vielleicht sogar jetzt erstmal ein bisschen einpendeln. Und dann läuft es auch mit den zwei Schweinefarmen. Habe ich hier den Arbeitsbereich? Ja, den haben wir eigentlich richtig drinnen. Machen wir es aber zur Vorsicht mal so. Zack. Schön mittig. Damit er hier überall sich auch das Fleisch entsprechend holt. Gut. Nee, nee, du, da brauchst du dich nicht entschuldigen. Gar kein Thema. Da gibt's eigentlich auch gar nichts zu entschuldigen. Von daher ist das Sorry hier überflüssig. Ach so, oh, Entschuldigung. Ich habe hier gedacht, du meinst mich, no chance. Sorry. Das wart ja ihr untereinander. Bin schon still. So, okay. Fleisch haben wir wieder eins. Produktionslager vom Getreidelager ist voll. Leute, was da los? Abholen. Sofort und auf der Stelle. Hoho, hoho. Sehr schön. Fischer. Den habe ich noch nie gebaut. Nicht mal im Alpha-Gameplay. Das ist ja richtig cool. Der Fischer fängt Fische aus Flüssen. Daher auch der Name. Er benötigt einen Schwarm Fische im Arbeitsbereich, um seinen Job auszuführen. Ja gut. Ja dann. Wisst ihr was? Dann bauen wir den doch gleich mal. Den Fischer. Da haben wir schon einen... kleinen Fischwarm.
Was da los? Was da los? Wer greift hier irgendwelche Sachen an? Ah ja, ein Wolf. Puh. Alles gut, darf ich. Das freut mich. Danke. War nicht böse gemeint. Ich habe da nur den Chat überflogen, um ehrlich zu sein. Und ja, hab das Ganze dann ein bisschen... Ja, schlampig gelesen. Du warst in einer Gilde. Ach so, und ihr kennt euch sogar persönlich. Ja, das ist ja noch besser. Ja, cool. Ja, nee, stimmt. Anno Online gibt's nicht mehr. Da gab's teilweise relativ viele Browser-Games, die es heute nicht mehr gibt. Schade eigentlich, aber nur gut. Kann man nichts machen. So, den Fischer wollte ich noch bauen. Musste jetzt direkt hier am Ufer liegen, wahrscheinlich schon, oder? Macht zumindest Sinn. Da hätten wir noch einen Fischschwarm. Da haben wir noch einen Fischschwarm. Aber nee, da haben wir sogar zwei Fischschwärme. Dann kommt der Fischer hier ans Ufer. Da. Machen wir es mal so. Schön die Anlegestelle hier in Flussnähe. Sodale. Richtig. Das kann ich einstellen. Da hast du vollkommen recht. Aber ich habe jetzt da mal bewusst darauf verzichtet. Um hier, ja, nicht immer irgendwelche Unterbrechungen zu haben und immer schön weiterspielen zu können. So, was haben wir da noch? Den Waffenschmied, ja, was ist denn heute los? Warum können wir jetzt schon den Waffenschmied bauen? Das ist ja übel. Ah ja, wir haben 30 Siedler, kein Wunder. Mann, oh Mann, das läuft ja heute richtig, richtig gut. Den Goldschmied können wir jetzt auch schon bauen. Und noch dazu eine Goldmine, eine Goldschmelze. Ja, ich werde wahnsinnig. Das ist ja richtig, richtig geil. Also da freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Stunden. Schön, schön. So, erstmal wieder beschleunigen. Um den Winter kommt das neue Anno raus. Anno 1800. Ja, stimmt. Dieses Jahr kommen vergleichsweise richtig viele gute Titel raus, wie ich finde. Da freue ich mich schon auf ein paar. 2018 ist wieder ein sehr gutes Jahr, was die Spiele betrifft. So, meine Leute sind ein bisschen überfordert mit dem Eisenerztransport anscheinend. Wieso auch immer. Ich weiß es nicht. Obwohl. Ah ja, 18 mal Kohle. Beziehungsweise haben wir überhaupt noch Platz. Aha. Deswegen geht hier nichts mehr voran. Wir haben keine Lagerkapazitäten mehr. Nun gut, dann bauen wir. Das müsste aber gehen. Hoffentlich geht es. Bitte. Daumen drücken. Nein. Oder doch? Nee. Warum geht's hier nicht? Na komm. Scheibenkleister. Ganz knapp geht's hier nicht, oder wie? Menno. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Doch, leider schon. Gut, dann kommt halt das Lager auf die Seite. Das ist richtig, ja. Da kann man dann in Ruhe nachgucken, wo hier die ganzen Gefahren herkommen. Da habt ihr recht. Aber ich mache es ja dann meistens so, dass ich hier sowieso von der Spielgeschwindigkeit ein bisschen runtergehe, weil sonst wird es einfach zu hektisch. Stimmt, der Landwirtschaftssimulator kommt auch noch. Da kann ich jetzt aber ehrlich gesagt relativ wenig mitreden, weil den...
werde ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Das heißt nicht, dass ich noch nie den Landwirtschaftssimulator gespielt habe. Ganz im Gegenteil, den habe ich auch schon mal gezockt. Allerdings, ja, bin ich jetzt nicht unbedingt der Simulationsfan, sage ich mal. Also generell, was das Thema Simulationen angeht, bin ich jetzt da eher nicht so groß dabei. Aber gut, an sich ist der Landwirtschaftssimulator durchaus auch lustig. Vor allem gemeinsam finde ich den durchaus sehr, sehr interessant. Aber das ist ja meistens bei den ganzen Games so, dass die im Multiplayer doch noch durchaus mehr Spaß bereiten als im Singleplayer. So, 8x Stein, 6x Metallteile, gut. Wir müssen uns mal überlegen, was wir mit den Sachen hier herstellen. Auf alle Fälle Werkzeuge, und ich glaube, wir machen es vielleicht sogar so, dass wir die Werkzeugmiede hier reinsetzen. Aber hier geht es wahrscheinlich auch wieder nicht. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Gut. Dann kommt der Werkzeugschmied hier hin. Ah ja, das geht. Perfekt. Sehr schön. Bauen wir den gleich hier rein. Dann kann das Lager nämlich hier priorisieren für die ganzen Erzwaren stehen. Und die restlichen Lager braucht man dann für den, ja, anderen Krempel. Du hast am liebsten Aufbauspiele. Okay. Ja, Aufbauspiele sind nicht verkehrt. Also durchaus schöne Games dabei, ja. So, die Fischerhütte steht gleich. Ist das dann ein möglicher Fleischersatz, diese Fische hier? Ich hoffe es. Ich könnte wahrscheinlich schon erweitern. Mit 15.000 Dollar kann ich erweitern. Und das machen wir jetzt auch gleich. Und sieh da, ui, der Bereich erwächst. Er wächst sogar richtig, richtig gut. Das ist klasse. Wir können uns hier perfekt ausbreiten. Genauso wollen wir das. So nicht anders. Wir haben jetzt auch oben eine schöne große Fläche für unseren Bahnhof. Das ist doch toll. Was schreibt ihr wieder Schönes? Den Landi habe ich durch meinen Mann gespielt und hat Spaß gemacht. Leider gibt es ihn nicht mehr und ich spiele nun einige andere Spiele und kenne dadurch direkt oder indirekt einige Spielefans. Das stimmt, ja. Da kennt man sich dann natürlich in der Community. So, der Wolf gibt ja kein Fleisch, leider. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Getreide, viermal. Und da haben auch viermal Getreide, sehr gut. Also jetzt passt es wieder mit dem Fleischvorrat. Allerdings werden die Bäume knapp. Bäume werden sogar richtig, richtig knapp. Der hat da unten schon wieder keine mehr zur Verfügung. Deswegen soll er sich gleich mal hier unten austoben. Und durch Ostrift bist du zu Depraved gekommen. Ah ja. Cool. Das ist doch schön. So, 301 Dollar. Cool Smith. Haben wir jetzt hier schon. Oder so gut wie. So, Freundchen, Moment mal, Pause. Ihr seid mir hier ein bisschen zu schnell, was das Einlagern der Gegenstände angeht. Ich will hier den ganzen Schrott definitiv nicht drin haben in meinem Lager. Raus damit. Das wollen wir nicht. Nur mal kurz gucken, ich glaube, der braucht hier auch Wasser, oder? Nee, er braucht nur Eisen und
Kohle, okay. Das heißt, wir lassen das alles deaktiviert. Das lassen wir alles drinnen. Okay, passt. Eisenschmelze, die war hier. Mann, oh Mann, schon wieder so ein Riesenteil. Aber gut, dann kommt die Eisenschmelze hier unten hin. Möglichst so, dass sie uns nicht im Weg umgeht. Sehr schön. Ostriff hast du auch. No chance, okay. Ist auch ein super Aufbauspiel. Ja, wie gesagt, ich hab's bisher noch nicht selbst gespielt. Ich kenne es nur vom Hörensagen, aber so direkt habe ich das noch nicht gezockt. Life is Feudal, das ist auch geil, aber Life is Feudal ist alleine fast meines Erachtens ja nicht spielbar. Denn das ist einfach zu krass dann mit dem ganzen Farmen und ja, Sammeln von Ressourcen, das ist schon sehr zeitintensiv. Natürlich kann man es auch dementsprechend selbst einstellen auf einem eigenen Server. Aber ich glaube, da ist der Reiz auch mehr da, wenn man hier gemeinsam als Gilde funktionieren und agieren muss. Das macht das Ganze doch durchaus interessanter. Ui, unser Fischer war schon fleißig. Habe ich gar nicht mehr so bemerkt, ehrlich gesagt. Da schickt mir jetzt gleich mal drei Leute hin. Und da liegt frischer Fisch. Frischer Fisch auf dem Boden. Wenn der da länger liegt, dann ist er nicht mehr frisch. Leute, Leute, Leute. Holt den mal ab hier. Ansonsten ist er nachher ungenießbar. Platt wie eine Flunder ist der Fisch hier. So, wir können eigentlich schon wieder ein neues Gebäude oder ein altes Gebäude aufwerten zu einem neuen Gebäude. Und genau das machen wir jetzt auch. Was da unten los? Ison ist freundlich, aber der Wolf hier ist definitiv nicht freundlich. Wo ist denn unser Jäger, wenn man ihn mal braucht? Auf alle Fälle nicht da, wo er sein soll. Ui, ui, bleibst du weg? Bleibst du weg? Ja, sowas aber auch. Ist er schon da? Hilfe ist unterwegs. Halte noch einen Moment durch. So, sehr gut. Gerade noch rechtzeitig, aber du gehst jetzt gleich mal zum Doktor und lässt dich da zusammenflicken. Mit der Verletzung brauchst du nicht weiterarbeiten. Das bringt nichts. Ach so, du meinst Life is Feudal Forest Village. Okay. Das schaut auch cool aus. Ja, da hast du recht. Das ist auch interessant. Aber auch hier habe ich das Ganze noch nicht gespielt. Aber das schaut auch echt cool aus. So, keine Holzbretter mehr. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir hier ein paar Probleme mit diversen Ressourcen bekommen. So, Kohle soll hier nicht eingelagert werden, genauso wenig wie das ganze andere Eisenzeugs. Das lagern wir nämlich dort unten ein. Und wir brauchen noch einen Freiwilligen, der dort unten unser Lager entsprechend verteidigt. Haben wir da noch einen? Er hier ist für das Rathaus verantwortlich. Okay, dann ziehen wir den mal ab. Der soll sich dort unten umsehen. Das ist extrem schön anzusehen, okay. Das ist ja interessant. Gut zu wissen auf alle Fälle.
So, der Baum hier fällt und schon können sie weitermachen. Und wie schaut es eigentlich dort oben bei unserem Fisch aus? Ich will dem mal bei seiner Arbeit ein bisschen zugucken. Ah ja, der schmeißt da eine Angelrute raus und... Na komm. Reißt hier noch ein Fisch an? Nee? Oder doch? Okay. Sehr schön. Ein Naturtalent. Der versteht was von seinem Handwerk. 180 Fische haben wir hier noch. Was brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? Wahrscheinlich diese Goldamulette, oder? Bedürfnisse für die Kaufleute sind Fische und Goldamulette oder Schmuck. Okay. Interessant, interessant. Aber gut, wir bauen jetzt erstmal die ganzen anderen Gebäude, bevor wir uns hier irgendwie in ja Sachen verzetteln. Denn wir brauchen ja auch noch den Sheriff beispielsweise. Den habe ich ja bisher auch noch nicht gebaut und deswegen stellen wir den Gesetzeshüter, den Mann, der hier für Recht und Ordnung sorgen wird, hoffentlich. Ja, wo stellen wir den hin? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, auf die ich ehrlich gesagt noch gar keine Antwort habe. Hier wäre natürlich schon schön. Allerdings sind da wieder die Hütten im Weg. Sei denn, wir reißen die ab. Was tun? Erstmal gar nichts. Oder doch, wir können hier was tun. Ich dachte nämlich gerade, unser Mehl wird knapp, aber die Bäckerei kommt einfach nicht hinterher, deswegen. Da gibt es wohl auch einen Goldschmied. Genau, den gibt es auch. Aber jetzt müsste hier erstmal die Eisenschmelze stehen, bevor ich über den Goldschmied nachdenke. Ich weiß nur nicht, wo meine Leute aktuell sind. Wahrscheinlich sind sie mit anderen Dingen beschäftigt. Nun gut. Ui. Wow. Das geht ja ruckzuck hier mit der Eisenmine bzw. mit unserer Kohle. Sauber. Nicht schlecht. Also der fördert da einiges an Erz. Cool. Gleich neben dem Friedhof, genau da. Da hätte er durchaus einen gewissen Charme, ja? Der Sheriff. Da hast du durchaus recht. Nicht zu schnell groß werden, genauso ist es. Zu schnell groß zu werden kann nur unnötige Probleme mit sich bringen und man sieht es ja auch hier gerade. Unser Fleischvorrat ist noch immer nicht perfekt. Wir sind zwar jetzt, glaube ich, nie unter Null gewesen, aber sobald hier der Winter kommt, könnte es ein paar Probleme geben. Da sollte man eigentlich dann schon ein bisschen Fleisch auf Vorrat haben. Die Eisenschmelze, ja, die ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass die hier gebaut wird. Priorisieren wir auch gleich mal. Und stimmt, ohne Steine gibt es auch logischerweise keine Eisenschmelze. Da brauche ich mich nicht wundern. Kaufen wir nochmal einen Schwung. Beziehungsweise. Wir könnten jetzt auch den Steinbruch hier versetzen. Die Frage ist nur, macht das noch Sinn bei nur noch 65 Steinen? Hier drüben hätten wir 35. Da haben wir auch noch ein paar. Nochmal 35 und ui, 147. Okay, also wenn, dann bauen wir hier drüben einen Steinbruch hin, würde ich sagen. Aber gut, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal gucken, was die Eisenschmelze macht. Aktuell noch gar nichts. Immer noch braucht man hier den Stein. Meine Einwohner haben Hunger und Durst, findest du? Ich glaube, aktuell müsste es noch gehen, oder? Wir haben ja hier Fleisch.
Aber früher oder später bekommen sie durchaus Hunger. Und auch Durst. Vor allem die Brote. Die sind ein Problem. Obwohl hier unsere Bäckerei auf Hochtouren läuft. Die ist bestens versorgt mit Zeugs. Aber sie kommt nicht hinterher. So, Wasser. Braucht man nicht so viel. Das verkaufen wir gleich mal. Und zwar einen Schwung von 20 Fässern oder Kübeln. Ja, stimmt, wenn ich, klar, wenn ich zu schnell baue, dann gibt es Probleme mit der Nahrung. Da hast du recht, no chance. Vielleicht noch ein Helfer. Ja, vermutlich. Vermutlich ist das vielleicht die Lösung fürs Problem. So, was passiert denn eigentlich hier bei den Holzbrettern? Eigentlich gar nichts, oder kann es sein? Bäume hätten wir hier. Ah ja, drei Stück haben wir jetzt wieder. Bin einfach ein bisschen zu ungeduldig. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das. Ich kann hier wieder nichts erwarten. So, es sind Leute obdachlos. Um genau zu sein, fünf Pioniere, die hier draußen nächtigen müssen. Das will ich eigentlich nicht. Das darf so nicht sein. Meine Leute dürfen durchaus in einem Bett nächtigen. Setzen wir einfach hier noch eine Hütte hin. Sehr gut. Und Bio 2 machen wir hier mal. Deine Frau meinte, du sollst noch sagen, dass du Hans heißt. Ja, dann hallo Hans und dann auch, ja, schöne Grüße an deine Frau. So, schon wieder ist jemand krank. Was willst du da auf dem Stadtplatz? Da wird dir niemand helfen. Zum Doktor musst du. So, ich glaube, es schaut gut aus bei unserer Eisenschmelze. Sogar sehr gut. Tada, sie steht. Freiwillige vor. Das ist allerdings richtig. Der Name ist durchaus ein bisschen leicht auszusprechen. Aber gut. Mit No Chance geht's auch. Ich bin mal so frei. Ich kürze einfach dann den Namen immer ein bisschen ab. Spiel speichert. Das ist gut. Wenn das Spiel hier speichert. Sonst wäre nämlich alles futsch. Falls es zu einem Ausfall kommen würde und das wollen wir nicht. Ui! Da liegt unser Fisch. Schön aufgereiht im Lager. 23 Stück haben wir da schon. Schön, schön. So, Wasser haben wir noch zu viel. Das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, jetzt ist es aktuell mal wieder nichts wert. Wie so oft. Ui, cool. Unsere Eisenschmelze kann hier eigentlich gleich loslegen, sobald der Typ da ist. Oh Mann, oh Mann. Es gibt schon wieder einen Zwischenfall, um den wir uns kümmern müssen. Vielleicht schaffen wir es sogar gar nicht mehr rechtzeitig. So. Kommst du her? Das war Rettung in allerletzter Sekunde. Eieiei. Gerade noch mal gut gegangen.
So, schon wieder der Warnhinweis. Fleisch ist in Life City Mangelware. Aber gut, unser Fleischer kann sich jetzt auf alle Fälle nicht mehr rausreden, dass er hier keine Schweine mehr hat. Weil die gehen ihm nicht so schnell aus. Der hat genügend zu tun. Naja, aber wenn wir immer so bei ein Fleisch bzw. drei Fleisch in den Dreh rum bleiben, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Dann sparen wir uns hier das Lager. Vielleicht gar nicht so doof. Könnte höchstens Probleme im Winter geben. Aber gut, das werden wir dann sehen. Und zur Not haben wir ja jetzt wieder ein einigermaßen gutes Vermögenspolster. Was mir nur nicht gefällt, ist unsere Bilanz. Die war schon mal wieder besser. Aber gut, das liegt natürlich auch daran, dass hier ein paar Häuser wieder aufgewertet werden. Und uns die Bretter fehlen. Für das Ganze. Kaufen wir noch einen Schwung. 50 Stück. Falls wurscht ist. So, Banditen haben sich mal wieder in der Nähe niedergelassen. Und normalerweise kommt auch schon die entsprechende Forderung. Die sind ja heute mal überhaupt nicht, ja, daran interessiert, hier mich auszunehmen. 1899 Dollar wollen die haben. 23 Wasser und 23 mal Wolle. Also Leute, geht's noch? So, wir trommeln hier mal wieder sämtliche Leute zusammen. Revolverheld Nummer 2. Ah ja, den können wir eigentlich noch einstellen. Sehr gut. Mach mal gleich. Habt ihr den nächstbesten Gaul, den du kriegen kannst? Dann nehmen wir noch. Wen nehmen wir denn noch mit? Vielleicht einen Hilfsarbeiter. Ist ja wurscht. Irgendeinen. Hauptsache einen, der hier bewaffnet ist. Er ist es nicht. Er auch nicht. Ist hier keiner bewaffnet? Ich dachte, ich habe so viele bewaffnete Bürger in meiner Stadt, aber anscheinend nicht. Gut, dann schauen wir da gleich nochmal. Genau, du sagst es. Vor dem Winter kaufen wir einfach noch einen Schwung dazu. Und ja, dann sind wir da auch ganz gut versorgt. Da geblieben. Bleibst du hier? So, schön. Ah ja, da haben wir noch jemanden. Mitkommen. Und jetzt sehe ich es erst. Wir haben ja hier auch noch Getreide. 28 Stück, ja noch besser. Das ist gut. So, der Schneider oder die Schneiderin wäre hier auch bewaffnet, aber die nehmen wir nicht mit. So viele müssen es auch gar nicht sein. Das reicht vollkommen. So, pausieren das Ganze. Sehr gut. Los geht's. Auf ins Getümmel. Mal wieder. Ist ja nicht weit entfernt. Zum Glück. Drei Leute sind's, um die wir uns kümmern müssen. Du hast den Entwicklern geschrieben wegen der wenigen Bauarbeiter. Sie haben dir geantwortet und versprechen, ein Update zu bringen. Ah, das ist ja cool. Das sind ja sehr gute Aussichten. Klasse. Das ist doch echt schön zu hören. Cool. Na, vielen Dank an der Stelle für die Info, Hans. Das sind großartige Neuigkeiten. So, wir müssen nur kurz auf die Nachzügler warten. Und das hier schrauben wir mal ein bisschen zurück. Da reichen auch zwei Leute bzw. einer, der hier die Fische abholt. So viele müssen das nicht sein.
Gleich geht's hier los. So. Als allererstes muss der mit dem Gewehr dran glauben. Den hier ziehen wir ab. Verdammt. Shit. Das war ein bisschen zu langsam. Gut. Einer ist gestorben. Aber wir haben es geschafft. Habt's auch irgendwas. Und du, mein Lieber, gehst gleich mal zum Doktor. Und zwar möglichst schnell. Stimmt, gleich die Pferde mitnehmen. Danke für den Hinweis an der Stelle. Das machen wir doch. Zack. Und zack. Und zack. Gut, gut. Bleibst du hier? Rein mit dir. Schön. So, wie schaut's denn eigentlich in puncto Metallteile aus? Geht da schon was? Wird da schon was gemacht? Ich glaube doch. Ah ja, schaut gut aus. Er bearbeitet dort hinten den Barren und sieh da. Wir haben hier selbstgemachte Metallteile zur Verfügung. Schön. Dann müssen wir die nicht mehr einkaufen, denn die sind ja sowieso nicht gerade günstig. Nicht zu sagen, richtig, richtig teuer. Ui, cool. Unser Fleischvorrat, er wächst. Das ist gut. Und jetzt sind wir erstmal im Sommer. Das heißt, im Herbst kann er immer noch weitermachen, unser Fleischer. Es pendelt sich langsam ein. So, jetzt haben wir aber hier immer noch einen Banditen. Verblutet der? Kann es sein? Oder bleibt er hier am Leben? Ich glaube, das ist ein sehr zäher Bursche. Der steht das durch. Der steht das sogar sehr gut durch. Wir brauchen nochmal bewaffnete Leute vor Ort. Holt ihn euch. Und noch dazu brauchen wir dann auch noch Leute, die sich hier, der tut mir nichts, hoffe ich zumindest, die sich hier die Waffen schnappen. Ah ja, ihn hätten wir auch da, den Steinmetz, sehr gut. Der darf auch gleich mal mitkommen. Du kannst dir eine Knarre schnappen. Ja, aktuell verblutet er blöderweise nicht. Ui, verdammt, nein. Ein Bär ist auch noch da. Sehr schlecht. Richtig schlecht. Lauf aufs Pferd. Leute, schaut halt nicht tatenlos zu. Gut. Puh. Mann, 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 Mann. So, gleich mal da runter. In Windeseile. Ihr kommt alle mal mit. Ihr bekommt jetzt Narren. Rauf mit euch. Es wäre auch gut, die bewaffneten Einheiten auf einmal auszuwählen und nicht alle extra suchen zu müssen. Ja, das ist auch eine Funktion, die das Ganze durchaus leichter machen würde. Oder wenn man sich vielleicht hier so, ja, eine Gruppe bilden könnte aus zwei, drei Revolverhelden. Das wäre dann auch immer gut. Dann müsste man, wie du schon sagst, nicht immer extra anfangen, hier alle zusammen zu trommeln. So, du schnappst dir die Winchester und haben wir noch irgendeine Knarre? Ah ja, da ist noch eine Winchester. Sehr gut. Wieder drei Leute mehr, die hier bewaffnet sind. Schön.
So, wie schaut es eigentlich mit dir aus? Hast du schon einen Arbeitsbereich? Glaube nicht, oder? Haben wir dir schon einen eingestellt? Schaut nicht danach aus. Gut, dann darfst du dort unten für Sicherheit sorgen. Ah ja, Fleisch haben wir. Schön. Gerade noch mal gut gegangen, du sagst es. Da bin ich noch mal mit dem blauen Auge davon gekommen. So, da haben wir noch Eisenerz. Das muss ich hier auch noch, stimmt, deaktivieren. Ganz vergessen. Das gehört hier nicht rein. So, verkaufen. Und zwar Wasser. Verkaufen wir jetzt einfach mal 50 Wasser, weil wir haben 284. Das ist einfach viel zu viel. Und jetzt bauen wir auch gleichzeitig wieder ein neues Gebäude. Und zwar den Bahnhof. Den bauen wir jetzt mal. Da bauen wir den so hin. Zack. Da bin ich mal gespannt, was es mit dem auf sich hat. Ich kann die Waffen verkaufen. Könnte ich. Aber will ich aktuell ehrlich gesagt gar nicht. Ich will hier so ziemlich jeden meiner Leute entsprechend damit ausstatten, damit sie sich dann selbst gegen die ganzen Wölfe oder Banditen, je nachdem, verteidigen können und hier eigenständig ja Maßnahmen ergreifen können. Das macht mir das Ganze dann einfacher und meinen Bürgern ebenfalls. Aber sobald wir hier jeden mit einer Knarre ausgestattet haben, können wir die natürlich auch dementsprechend verscherbeln. Ganz klar. So, 31 Holzbretter, Steine haben wir einen, Metallteile haben wir auch eins, Feuerholz. Feuerholz haben wir fast keins mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier auch die Bäckerei entsprechend viel Feuerholz braucht. Haben wir noch Mehl? 13, okay, ist auch nicht mehr so viel. Machen wir es mal so. Sicher, sicher. Aber zumindest geht es jetzt hier bei unseren Schweinchen. Das ist schon mal viel wert. Das schaut immer wieder cool aus, aufs Neue. Im Gänsemarsch. Sehr schön. Da bin ich auch gespannt, wenn der Bahnhof hier steht, was es mit dem auf sich hat. Mal gucken. Die verteidigen sich aber nur, wenn sie auf Offensiv gestellt sind. Okay, dann können wir das doch hier ändern, oder? Haltung ist defensiv. Haltung ist offensiv. Machen wir es zumindest mal einem Teil der Bürger. So, offensiv. Auch offensiv. Noch nicht, aber jetzt. Eine Holzkarawane, genau. Wieder mal, wie auch letztes Wochenende. Sehr schön. Sie können schon direkt loslegen. Die Platte steht, die Grundplatte. Nur noch eine Frage der Zeit, bis hier auch der Rest steht. Schön. Da freue ich mich jetzt drauf. Wir hätten natürlich auch den Bahnhof auf der Seite platzieren können, aber gut. Ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben einen Bahnhof. Wir werden gleich erfahren, was der Bahnhof hier bringt, Hans. Meine Leute wollen jetzt aber erstmal ein bisschen Pause machen. Nach dem langen und anstrengenden Tag. Verstehe ich das aber auch.
durchaus, dass die da mal ein bisschen runterfahren wollen. So, wir könnten schon wieder ein Gebäude aufwerten, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollten ja immer noch den Sheriff bauen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, um ehrlich zu sein. Wie gut arbeitet denn hier der Holzfäller noch? Ist er noch einigermaßen gut beschäftigt? Ja, eigentlich schon. Sonst hätte ich nämlich gesagt, dass wir hier das Gebäude abreißen. Aber gut, der hier ist voll. Okay, dann soll sich da gleich mal jemand drum kümmern, weil der Werkzeugschmied soll eigentlich nicht untätig hier rumsitzen. Eieieiei. Blitzeinschlag direkt neben dem Holzfäller. Das ist auch nicht ohne. Sheriff neben dem Friedhof. Praktisch hier unten hin. So praktisch. Wäre das was? Würde euch das gefallen? Dann bauen wir das auch so. Oder vielleicht sogar hier, eher weiter vorne. Könnte man theoretisch auch machen. Hier hinten schaut schlecht aus, da haben wir keinen Platz mehr. Höchstens so, aber da schaut es ein bisschen zusammengequetscht aus. Ich würde sogar fast eher hier hinten irgendwo hinstellen, damit es nicht ganz so zusammengepfercht ausschaut. Wir könnten es natürlich auch so machen, dass wir den hier so reinsetzen, weil wir bringen da sowieso kein anderes Gebäude mehr rein. Vielleicht. Moment mal, nochmal drehen. Können wir das jetzt nochmal drehen? Nur mal kurz gucken, wie das ausschauen würde. Ich will es ja nicht 0815 mäßig hier irgendwie reinsetzen. Platz haben wir sowieso genügend. Ich würde sagen, wir machen das so. So glaube ich, schaut es einigermaßen gut aus. Nicht alles zusammengequetscht und noch dazu haben wir dann den Platz auch einigermaßen gut genutzt. Schön. Ist gut so. Perfekt. Das freut mich. So, der Bahnhof, er geht, oder? Rail Station. Okay. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Fehlt nur noch die Eisenbahn, die hier mal vorbeirauscht hin und wieder. Und dann sehen wir auch, was es mit dem Bahnhof hier auf sich hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier steht auch irgendwie nichts, was uns irgendwie einen Hinweis darauf geben würde. Wir beschleunigen mal. Die Eisenbahn kommt nämlich nicht allzu oft. Ich will jetzt aber auch nicht weggehen, weil genau in dem Moment, wenn ich hier weggehe, dann kommt die Eisenbahn bei meinem Glück. Na, wo bleibt sie denn? Heute lässt sie mal wieder ganz lange auf sich warten. Keine Eisenbahn weit und breit zu sehen. Von hier nicht und von oben, glaube ich, kommt sie auch nicht. Nee. Verspätung. Mann, 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 Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Zug hier bleibt. Nun gut, was macht denn unser Steinmetz? Schauen wir dem ein bisschen zu. Der macht hier aktuell gar nichts, aber unser Fischer ist immer noch fleißig. Wie eh und je. 137 Fische hat er noch. Ui, Moment, langsamer. So, was ist jetzt los? Der Zug stoppt und
Rommelwirbel. Okay. Interessant. Ja. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie war das jetzt nicht ganz so das, was ich mir vorgestellt habe. Komisch. Es gibt hier aber auch gar keine Lagerfläche, sonst hätte ich vielleicht gesagt, dass der auch ja Waren mitnehmen könnte. Der Zug aber schaut nicht danach aus. Komisch. Naja, wir werden das hoffentlich auch noch herausfinden. Das ist so ein schönes Spiel. Ja, mir gefällt es auch richtig gut. Mir gefällt es sehr, das Spiel. Ein Platzhalter. Weiß ich gar nicht. Oder vielleicht wirklich ein Platzhalter für ein späteres Update. Das kann natürlich auch sein. Es wäre auf alle Fälle cool, wenn man mit dem Zug hier auch ja Waren verschicken könnte. Das, glaube ich, hätte auch irgendwie was. Nun gut. Früher oder später finden wir hoffentlich noch heraus, was es mit dem Zug dort oben auf sich hat. Jetzt aber bestaunen wir erstmal unseren halbfertigen Sheriff, der leider noch nicht fertig gebaut wurde, weil mal wieder die Steine fehlen. Aber wie gut, dass wir da gleich mal Abhilfe schaffen können. So, 28 Getreide. Wie viel Mehl haben wir denn eigentlich? Da haben wir gar keins mehr, oder? Doch, 18 Stück. Puh. Dachte schon, auch hier wird's knapp. Apropos knapp. Beim Fleisch wird's mal wieder knapp. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Und das stört mich. Das stört mich sogar sehr. Was tun? Getreide haben sie ja genügend. Jetzt ist es eigentlich wieder der Fleischer, der nicht hinterherkommt. Vorher wollte er nicht und jetzt schafft er es nicht mehr. Nun gut, das lassen wir jetzt erstmal so. Darum können wir uns auch ein andermal kümmern. Das muss jetzt nicht gleich der Fall sein, dass wir uns da deswegen verrückt machen. Viel wichtiger ist unser Sheriff. Da können wir uns nämlich bald das Kopfgeld einstreichen und hier auch bald die Banditen dingfest machen. Wahrscheinlich kommt nach dem Update eine Funktion, ja. Höchstwahrscheinlich wird das so sein. Anders kann ich es mir jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle auch nicht vorstellen. Alles andere wäre auch komisch. Um ehrlich zu sein. Aber gut. Das sehen wir sicherlich noch. Feuerholz haben wir auch keins mehr. Das hat alles einen faden Beigeschmack. Einen sehr faden Beigeschmack. Aber aktuell schaut es von der Stadtzufriedenheit noch gut aus. 99 von 100. Und ich glaube, die Pfeile gehen auch nicht nach oben oder nach unten. Ich glaube, das bleibt so. Da hast du recht. Ich kaufe hier einen Schwung Fleisch. Zack, 50 Stück. Da haben sie erstmal zu tun. Und wir sind bestens versorgt für den Winter. Schön. So, Sheriff muss noch gebaut werden. Bisschen braucht er noch. Nur noch ein bisschen. 83%. 87, 89, 90. So schnell kann ich gar nicht zählen. 93.
Einen Stein brauchen wir noch. Nur noch einen einzigen. Und da kommt auch schon. Der Bäcker braucht viel Feuerholz. Stimmt, da hast du recht. Der lässt da richtig viel Feuerholz durch und die Eisenschmelze, sagst du? Aber die Eisenschmelze, glaube ich, braucht kein Feuerholz, oder? Sonst hätte ich ja hier die entsprechende Anzeige. Aber gut, der Bäcker alleine verbraucht schon massiv viel an Feuerholz. Das ist ja der Wahnsinn. Der lässt da richtig was durch. Hui, schön. Der Sheriff, er steht. Perfekt. Der Sheriff und seine Deputies. Aber gut, aktuell ist es nur der Sheriff, der hier für Recht und Ordnung sorgen wird. Die Deputies lassen sich noch ein bisschen Zeit. Brot ist Mangelware. Brot haben wir keins mehr. Gut, dann kaufen wir auch Brot ein. Sei's drum. Meinen Leuten soll es hier an nichts mangeln. Kein Ding. Kein Ding. Alles gut, Hans. Ui, schön. So, jeder ist hier vor Ort. Dann darf ein Gesetzeshüter hier unterwegs sein. Einer soll dann dort oben hier seine Runden drehen und Sheriff oder besser gesagt Deputy Nummer 2 darf dann das Rathaus bewachen. Das Herzstück unserer Siedlung. Schön, da sind sie auch schon. Die gehen hier gleich mal frisch ans Werk. Und patrouillieren. So wie das sein muss. Gut, gut. Was haben wir denn noch Schönes, das wir errichten können? Wir könnten noch die Bank bauen. Dann könnten wir noch die Rinderfarm bauen. Ui, stimmt, und den Waffenschmied. Aber Kupferbahn habe ich nicht. Den Goldschmied könnten wir noch bauen. Gold habe ich auch nicht. Wachtürme oder einen Handelsposten. Aber gut, brauche ich jetzt auch nicht. Und ansonsten habe ich auch nichts. Gibt es hier drüben Gold? Nee, gibt's nicht. Gibt's irgendwo anders Gold? Nee. Wieder nee. Haben wir hier kein Gold? Muss ich etwa das Gold kaufen? Das wird aber dann ein sehr teures Vergnügen. Wahrscheinlich dort unten in der Wüste, oder? Da ist ja klar. Da gibt's wieder Gold und noch dazu Kupfer. Uiuiuiui. Das ist übel. Da haben wir gleich zweimal Kupfer. Jetzt sehe ich es erst. Gibt es vielleicht dort oben auch noch irgendwo ein Vorkommen, das wir uns aneignen könnten? Irgendeins, das besser von der Erreichbarkeit wäre. Um eine zweite Siedlung komme ich dann sowieso nicht mehr drum rum. Nee. Nee. Hier hätten wir noch Kupfer, aber sonst auch nichts. Und da hätten wir Gold. Jetzt ist die Frage, hier oben oder dort unten? Wo siedeln wir oder wo lassen wir uns nieder mit der zweiten Stadt? Also nicht gleich, aber zumindest in naher Zukunft. Das ist die Frage. Lass dir Platz für einen Handelsposten, ja? Das brauchen wir auf alle Fälle. Genügend Platz. Lieber oben, meinst du, Marie?
Ich tendiere ehrlich gesagt auch eher zu oben, denn da hätten wir auch Steine. Da wären wir hier schön in der Mitte von beiden Vorkommen, hätten auch noch Bisons und in einigermaßen greifbarer Nähe auch ein grünes Gebiet, denn, oder zumindest ein teilweise grünes Gebiet, denn hier unten sind wir ja mitten in der Wüste. Dort unten wird es sicherlich mit dem Wasser Probleme geben. Das müssten wir dann sowieso von, ja, von unserer Hauptstadt in die Nebenstadt bringen. Das ist aber jetzt die Frage. Also da will ich mich auch noch gar nicht voreilig entscheiden. Noch müssen wir erstmal hier die Siedlung ein bisschen weiter ausbauen. Aber wie gesagt, in naher Zukunft sollten wir uns da durchaus Gedanken drüber machen. Die Bank bauen wir jetzt auch noch. Und zwar bauen wir die Bank. Die Bank bauen wir hier zum Holzfäller, glaube ich. Der muss da weichen. Die will ich nämlich ehrlich gesagt nicht irgendwie hier außen hinstellen. Es sei denn, hier könnte man noch die Bank hinstellen. Das könnte man theoretisch auch machen. Da wäre sie halt ein leichtes Ziel für Räuber. Aber ich könnte natürlich hier auch den Handelsposten errichten. Wie groß ist denn der eigentlich? Ah ja, doch so groß. Es wäre halt wahrscheinlich wichtig, dass der Handelsposten irgendwo in der Nähe bei einem Lagerhaus stehen würde. Das wäre das Wichtigste. Das müsstest du dann alles importieren. Ja, genau. Da müsste ich alles nach oben karren, weil ansonsten wird es nicht gehen. Die Versorgung kriege ich oben nicht gebacken. Keine Chance. Denn auch die Tiere gehen früher oder später zur Neige. Ich glaube, hier stellen wir den Handelsposten hin. Was meint ihr? Weil die Bank können wir auch irgendwo anders hinstellen. Das sieht gut aus. Guter Platz. Okay, gut. Dann machen wir das doch gleich mal so, dass wir hier den Handelsposten hinsetzen. Dann ist der zumindest schon mal gebaut und ich kann mir dann immer noch Gedanken machen, wo ich wir die Bank hinstellen. Rückklick. Gerade eben erledigt. So. Jetzt brauchen wir aber noch ein schönes Plätzchen für die Bank. So groß ist sie. Hätte die hier noch Platz, theoretisch? Geht das? Würde das gehen? Ich glaube, das würde gehen, oder? Da so hin. Anstatt der Hütte. Die haben wir sowieso noch nicht aufgewertet. Das, oder doch? Das haben wir schon aufgewertet, das Haus. Ui. Warum eine Bank? Weil ich einfach jedes Gebäude bauen möchte und ich glaube, ich brauche sogar jedes Gebäude, bevor ich die Kaufleute bekomme. Deswegen will ich hier eine Bank hinstellen. Oder zumindest irgendwo hinstellen. Finanziell schaut es ja gut bei uns aus. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das Gebiet kann nicht erweitert werden. Okay, also bei 15.000 Dollar ist dann Schluss. Das ist praktisch die letzte Erweiterung, die man sich da kaufen kann. Größer als so geht's nicht. Okay. Da haben wir jetzt aber sowieso schon Probleme mit der Rinderfarm. Weil die nicht auf saftigem Grün steht, obwohl. Die könnte ich da noch hinsetzen. Hätte ich da theoretisch noch Platz für die Rinderfarm? Nur mal kurz vorweggreifen. Bitte nicht. Bitte geht das jetzt hier ums. Ja. Nee, geht nicht hin. Oder doch? Ah, nee, wird gehen. Puh. Nochmal Glück gehabt. Also, die könnte man auch hier hinsetzen. Aber gut, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt die Bank hier hinsetzen. Ich weiß nur nicht, wohin.
Wohin damit? Wisst ihr was? Weg damit. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste gewesen, aber wurscht. So. Und zwar machen wir es so. Schön. Die Rinderfarm platzieren wir auch noch. Keine Sorge. Stimmt, ich bekomme sowieso wenig Fleisch rein, da hast du recht. Wir werten jetzt aber noch die Hütte hier auf. Ah, cool. So schaut anscheinend dieser Handelsposten hier aus. Und was kann ich hier machen? Transportrouten. Da könnte ich sogar noch Transportwagen dazu kaufen. Das machen wir jetzt einfach mal gleich, weil die brauchen wir sowieso. Okay, die kosten 500 das Stück und ich glaube, die stehen jetzt übereinander. Deswegen kann man das nicht genau stehen oder kennen. Und die haben Platz für zwei Sachen. Okay. Das heißt, wir müssten die obere Stadt mit so Grundnahrungsdingen wie Wasser und Fleisch versorgen. Und im Gegenzug würden wir Eisenerz bzw. Golderz und Kupfer bekommen. Okay. Ja gut. Das wäre ja machbar. Ich überlege gerade, ob wir sonst noch irgendwas oben brauchen würden. Auf alle Fälle Gebäude, also Wohngebäude. Nun gut. Und ein Handelsposten. Stimmt, den braucht man natürlich auch noch oben. Gut, dass du sagst, Hans. Ohne den geht's nicht. Und was ist da schon wieder los? Ein Bär. Oh verdammt. Oh verdammt. Nein. Nein. Das sind sogar zwei Bären. Also um den ist es geschehen. Um den Bären aber hoffentlich auch gleich. Was macht denn hier mein Revolverheld? So, aggressiv. Beziehungsweise offensiv ist doch die Haltung. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was hier meine Leute machen. Der Jäger schaut auch nur ein bisschen zu. Ah ja, gut. Puh. Jetzt hat der Bestatter zu tun. Stimmt. Dann kann er mal wieder aus seinem Winterschlaf erwachen. Darf hier gleich mal loslegen. Schön, schön. So, das Gebäude werten wir auch noch auf. Wir brauchen ein bisschen Geld. Und natürlich auch noch ein paar Bretter. Ferien zu Ende. Genauso ist es. Der hat jetzt lange genug seine freie Zeit. Schön. Und ja, während das Gebäude hier aufgewertet wird, hole ich mir mal kurz was zu trinken und bin gleich wieder da.